es entsteht natürlich hier schon der Eindruck, dass man unter allen Umständen halt hier versucht, alles noch zu überprüfen und ob nicht dann unter Umständen doch noch etwas auffindbar wäre. Und das ist für den Rechtsstaat, so wie ich ihn mir vorstelle, erstens einmal von der Dauer des Verfahrens schon eher bedauerlich. Dann das Ergebnis des Verfahrens, das ja eigentlich kein einziges Delikt ist, zumindest mir bekannt, und dann wäre es sicherlich schon angeklagt worden, hier jetzt nachgewiesen worden, und dann kommt diese Hausdurchsuchung nochmals. Also man hat nicht den Eindruck, dass es hier so die effizienteste Art und Weise ist, mit der vorgegangen wird. Abgesehen von Tierschützern, es könnte auch Greenpeace treffen. Aktionen wie diese gegen den Bau eines Zellstoffwerks in Tasmanien könnten mit dem Mafia-Paragraphen geahndet werden. Also wir bei Greenpeace lassen uns momentan mal nicht davon abhalten, die Aktion so durchzuführen, wie wir sie sonst auch durchgeführt hätten. Aber ganz ohne Frage, dieser Paragraph könnte unter Umständen auch auf Greenpeace oder auch andere NGOs angewendet werden. Fühlt sich das Establishment so sehr durch Provokation gequält, dass es sich einfach brutal mit allen Mitteln wehrt? Was soll das? Was verstehst du denn welchen da her? Sie können doch argumentieren. Was mit dem Ohr schlägt? Wir haben ein zunächst einmal vorbildliches Tierschutzgesetz geschafft. Wir haben ein Käfigverbot erreicht, wir haben ein Pelzfarmverbot erreicht, wir haben ein Verbot für Mastkaninchen in Käfigen erreicht, ein Menschenaffenversuchsverbot. Das heißt, wir haben eine Reihe von Fortschritten, die eigentlich weltweit einzigartig sind, erreicht und sind dabei offenbar Personen auf die Zehen gestiegen, die einen mächtigen Einfluss haben. Also ich bin überzeugt davon, dass es sich um ein paar Einzelpersonen handelt, die das Ganze ausgelöst haben, die aus Tierindustrie und Jägerschaft stammen und sich irgendwie persönlich beleidigt gefühlt haben durch dieses Auftreten von uns und durch die Erfolge, die wir erreicht haben. 3,5 Jahre Ermittlungen ohne Anklage. Der Schlussbericht liegt seit März im Ministerium begraben. Und doch kein Ende. Wer quält da eigentlich wen? Tja, Frau Minister, werden die Aktivisten nun angeklagt oder werden sie nicht angeklagt? Was ist da der Stand? Der Akt ist jetzt seit Anfang April im Bundesministerium für Justiz in der zuständigen Sektion für Einzelstrafsachen. Und jetzt wird geprüft, ob und inwiefern Anklage gegen die Personen erhoben wird. Man darf nicht vergessen, es sind 80 Bände zu je 500 Seiten. Also es ist ein sehr komplexes Verfahren und es dauert natürlich seine Zeit. In 3 Jahren kommt offenkundig ganz schön was zusammen. Können Sie abschätzen, wie lange diese Prüfung da dauert? Also ich hoffe, dass sie bald zu Ende ist. Ja. In den nächsten Wochen, ich kann es jetzt zeitlich nicht limitieren, aber ich weiß nur, dass auf Hochdruck gearbeitet wird und dass diesem Verfahren momentan in dieser Sektion Priorität zukommt. Jetzt sehe ich ein, dass Sie uns inhaltlich da nichts sagen werden, weil Sie natürlich auch sagen werden, Sie kennen das nicht, das wird gerade geprüft, aber grundsätzlich mal zu diesem Thema. Es gibt einfach die Kritik und die drängt sich fast auf, dass hier die Justiz, die Ermittler mit Kanonen auf Spatzen schießen, dass sie mit diesem Paragraphen, der gemacht ist für mafiöse Organisationen, gegen Tierschützer vorgehen. Was sagen Sie grundsätzlich zu diesem Vorgehen? Ich meine, ich kann, wie gesagt, diese Sache nicht kommentieren, wie Sie auch schon zu Recht gesagt haben. Worum geht es eigentlich bei dieser Bestimmung, beim Paragraph 278a? Es geht um die wiederholte, geplante Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen, vor allem um politischen Druck zu erzeugen. Und das wenn ich da aushelfen darf, strafbare Handlungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Menschen, der Schlepperei oder des unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln und radioaktiven Stoffen, gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Suchtmitteln. Das hat ja nichts mit Tierschutzaktivismus zu tun. Sie haben auch Vermögen gesagt. Und Vermögen, ein Vergehen gegen das Vermögen ist zum Beispiel eine schwere Sachbeschädigung. Zum Beispiel. Gut, die Sachbeschädigung, unabhängig von diesem Fall jetzt. Die Sachbeschädigung in diesem Fall war jetzt Buttersäure-Attentat, also Stinkbombe werfen. Für Sachbeschädigung gibt es ja auch andere Straftaten. Ich habe wirklich keine Einsicht in diesen Akt, ob das jetzt die einzige Sachbeschädigung war oder nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber deswegen liegt der Akt jetzt zur Überprüfung im Bundesministerium für Justiz. Und dann wird entschieden, ob und inwieweit überhaupt Anklage erhoben wird.
Dann grundsätzlich nochmal, jetzt haben Sie auch gesehen im Beitrag, dass Vertreter von Greenpeace sagen, diesen Paragraph kann man theoretisch auch auf Sie anwenden oder auf andere NGOs. Lässt das bei Ihnen nicht die Alarmglocken läuten oder das Gefühl aufkommen, na, vielleicht sollte man über diesen Paragraph doch nochmal drüber gehen? Ich bin immer gesprächsbereit. Allerdings derzeit sehe ich keinen Änderungsbedarf bei dieser Bestimmung. Und man darf eines nicht vergessen, es obliegt den Gerichten, diese Bestimmung dann auch richtig auszulegen. Könnte auch sein, dass sie nicht so richtig ausgelegt wird. Ich hoffe schon. Oder, ne? Oder vielleicht etwas überzogen ausgelegt wird. Abgesehen von den NGOs, auch der Koalitionspartner, den haben Sie auch gerade gesehen, Herr Jarolin, Justizsprecher der SPÖ, findet, da ist vielleicht nicht alles ganz in Ordnung. Wird es da Gespräche geben? Wir sind laufend in Gesprächen, aber wie gesagt, man muss halt den konkrete Akt kennen, man Gespräche. Kann halt nicht so allgemein sprechen. Ja, wir werden vielleicht auch konkret sprechen, aber wie gesagt, ich mische mich grundsätzlich in anhängige Strafverfahren nicht ein. Das ist für mich als ehemalige Richterin wirklich ein ganz wesentlicher Grundsatz. Und der Vorwurf, dass hier der Rechtsstaat einfach überzieht und, ich wiederhole, eben mit Kanonen da auf Spatzen schießt, wo er wahrscheinlich oder möglicherweise eine einfache Sachbeschädigung auch gerecht hätte? Das kann man jetzt noch überhaupt nicht beurteilen. Deswegen wird der Akt ja jetzt geprüft. Gut, dann besprechen wir das vielleicht, wenn es dann soweit ist. Sie haben gesagt, in ein paar Wochen. Naja, wie gesagt, anhängige Strafverfahren kommentiere ich nicht. Dazu bin ich auch nicht da. Ja. Aber nach Abschluss dieser Verfahren, wenn alles rechtskräftig ist, dann kann man gern darüber diskutieren. Aber die Anklageerhebung, ja oder nein, wird jetzt in ein paar Wochen soweit sein. Ja. Danke fürs Kommen. Gerne, danke auch.